Ihr wollt alles zum Brutzler kleinen Mini-Faltgrill wissen fürs Camping? Dann seid ihr hier genau richtig. Ich habe mir diesen Grill gekauft. Jetzt seht ihr erstmal, wie er zusammengebaut wird. Ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur aufpassen, dass die Platte unten dann schön eingerastet ist. Und ich habe es in meinem Fall auch mit Alufolie ausgelegt. Ja, da gibt es diesen kleinen Haken an der Seite, die einhaken müssen. Und unten eben diese Platte, die ist ein bisschen schwierig. Man muss halt da genau passen, aufpassen, dass die genau in der Ritze drinne einrastet. Und dann steht er aber auch sehr stabil. Ich habe es dann nochmal beiseite gedreht, damit man es richtig sieht. Ich habe jetzt extra die Zeit mal in Originalzeit laufen lassen, damit ihr seht, wie lange man braucht, um den Grill aufzubauen. Und nur unten muss man halt ein bisschen rumfaddeln. Wenn man dann einmal weiß, wie es geht, geht es auch recht einfach. Ja, dann kommt schon das Grillrost rein, wo die Holzkohle drauf kommt. Das habe ich dann halt, wie gesagt, ausgekleidet mit Alufolie, damit es ein bisschen geschützt ist, nicht so schnell kaputt geht und auch für die Reinigung gut. Was ich da empfehlen kann, ist, das Ganze an einem Stück zu machen. Und ich muss mir noch Alufolie besorgen, die ein bisschen hitzebeständiger ist, weil der Grill wird sehr, sehr heiß und die Alufolie zerfetzt es regelrecht. Aber in diesem Fall hat das so auch gut funktioniert. Meine schönen Packdosen habe ich gefüllt. Ich habe mir das ein bisschen organisiert, verpackt in Tüten und dann in so eine Dose. Dann wusste ich, eine Dose ist der halbe Grill, reicht für die Lucy und mich und vielleicht auch noch für eine dritte Person vollkommen aus. Habe zwei so eine Dosen dabei und die sind dann gefüllt. Hier habe ich meine große Dose, die seht ihr da. Und zwar habe ich hier drinnen in den kleinen Packdosen meine Anzünder, mit denen komme ich besonders gut zurecht. Dann habe ich da drin noch gleich ein Feuerzeug, noch eine Drahtbürste zum Reinigen, falls es notwendig ist, und zwei Spieße für Lagerfeuer. Das ist mit so Teleskopstab, sind die ganz cool, gab es im Thomas Philips. Ja, und ansonsten sind da auch noch meine Back- und Kochhandschuhe, meine Hitzehandschuhe drinnen. Die waren jetzt aber hier in dem Fall noch in meiner Campingküche. Kommen dann später noch zum Einsatz. Ja, dann zünden wir es einfach an und dann lege ich die Holzkohle wieder drauf und dann dauert das keine 10 Minuten, würde ich sagen, oder vielleicht gerade mal 10 Minuten und man kann den Grill drauflegen und loslegen. Also es geht sehr schnell, man muss sehr viel wenden, aber das stört mich jetzt nicht. Ich war sehr zufrieden. Wir sind jetzt nur zu zweit, deswegen habe ich nur den halben Grill quasi bestückt und habe ihn mit meinen Anzündern dann angezündet. Und er hat schon eine ordentliche Hitze, also ich denke, man kann sogar schon auflegen. Es hat jetzt, glaube ich, keine 10 Minuten gedauert. Er hat wirklich schnell warm geworden, ist wirklich schnell warm geworden, hat super geklappt, super schnell durchgegrillt. Das ist auch durch und warm. Ja, und ich habe dann hier meine schönen Grillhandschuhe, die habe ich schon bei Amazon bestellt. Die verlinke ich euch unten in der Infobox. Die sind auch gut für den Omnia und die kann ich hier auch gut für den Grill verwenden. Ja, und wenn man hier Alufolie reinmacht, dann muss man das auch gar nicht festhalten, weil da hält das auch ganz gut. Also bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Ich mache nachher noch sauber und dann melde ich mich nochmal. Ja, da hatten wir fertig gegrillt und lecker gegessen. Wie immer natürlich hat es gut geschmeckt. So ein Holzkohlegrill ist dann doch schon was Feines und es ist schön wegzukommen von den Einweggrills. Er kühlt auch schnell ab und man kann ihn relativ einfach reinigen. So, ein kleines Lagerfeuer mit trockenen Zweigen. Kann man auch machen. Wir haben jetzt nicht viele, aber wir haben es mal getestet. Ja. So, das Grillrost ist ganz schnell abgekühlt. Hier ist es hier oben auch nicht mehr heiß. Also gut, auf der Seite war jetzt auch keine Grillkohle. Hier oben ist es schon ein bisschen warm. Hier ist es nicht warm. Hier in der Mitte schon, klar, wo die Löcher sind. Und hier unten ist es auch kalt. Gut, hier möchte ich jetzt mal nicht dran fassen. Aber so ist es optimal und ich denke, so kann ich es auch recht gut sauber machen. Also sauber machen ist ganz simpel, wie ihr seht. Ich habe es einfach abgewischt. Gut, was eingebrannt ist, ist eingebrannt. Das kann man ja nicht ändern, ne? Ja, es hat super funktioniert. Ich bin überrascht, hätte ich wahrscheinlich noch schöneres Holz gehabt, wäre das Lagerfeuer noch ein bisschen schöner, größer und länger gewesen. Also von daher denke ich, macht es auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck. Er war, glaube ich, gar nicht sehr teuer. Ich
Ich muss jetzt lügen, ich glaube um die 30 Euro waren es. Gab es bei Amazon. Ich verlinke es euch unten in der Infobox, dass ihr mal nachschauen könnt. Er war dann erstmal nicht mehr verfügbar, vielleicht gibt es ihn ja mittlerweile wieder. Ja, ich wollte halt nicht zu viel Geld ausgeben, aber was Kleines haben, dass ich wegkomme von den Einweggrills. Und ich denke, das habe ich mit diesem Grill ganz gut gelöst. Alles im allem bin ich sehr zufrieden. Klar, wenn man die Platte unten reinmacht, muss man ein bisschen aufpassen, das geht wohl schwierig. Und oben bei den Rosten muss man aufpassen, dass es nicht runterfällt, weil es nicht einrastet. Aber mit Alufolie war das überhaupt kein Thema dann. Dadurch hat es besser gehalten. Und da kann ich sagen, ich kann den Grill weiterempfehlen. Ich freue mich, morgen schon wieder zu grillen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch Fragen habt, abonniert in die Kommentare. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr abonniert. Dann sage ich bis bald, macht's gut und bleibt gesund.